Gehen wir direkt weiter zum nächsten Projekt. Ah ja, ihr seid auch schon bereit. Perfekt. Und zwar das Projekt CCCTV. Und wir begrüßen mit einem tosenden Applaus auf der Bühne Marco, Tanmai und Nima. Okay, ihr seid nur zu zweit. Ah, Nima musste schon abreisen. Nima ist im Herzen bei uns. So, gucken wir mal, ob das bei euch auch klappt. Sieht gut aus. Ja, braucht noch kurz zum Laden, alles klar. Ich bin ja sehr gespannt, noch zu erfahren, warum bei eurem Projekt noch ein C dazugekommen ist. Okay. Ja, sieht sehr gut aus. Okay. Noch was? Fehlt was? Okay, wir suchen Tanmais Handy. Schau mal, ich glaube, es liegt unter dem Kabelhaufen vielleicht. Das hier? Oh ja. Ja, hallo. Willkommen zu unserer Präsentation. Unsere Präsentation ist über CCCTV. Das bedeutet cool. Closed Circuit Television und ich bin Marco, er ist Tanmai und ja. Ja, es gibt das Problem, dass es viele unüberwachte Eingänge ist. Das will man natürlich kontrollieren, aber die meisten Überwachungskameras achten einfach nicht auf Datenschutz. Sie filmen dann einfach Videos, meistens ohne den anderen zu sagen und so weiter. Unser Endprodukt ist ein Raspberry Pi mit einem Ultraschallsensor, die misst, wenn die Distanz geringer als 1,5 Meter sind. Sobald dies passiert, wird der Streifen umgeändert auf ein rot-orange und die Kamera wird aktiviert. Das sieht man hier, wenn es jetzt weniger wird, wechselt es auf rot und orange, was einem sensibilisiert, dass man aufgenommen wird. Das sind jetzt Bilder, die in dem TMP-Ordner gespeichert werden, was dazu führt, dass nach jedem Rebooten des Raspberry Pis die Bilder nicht mehr vorhanden sein sind. Ja, wie lösen wir das Datenschutzproblem? Zuerst nur bei erkannter Bewegung wird gefilmt, also wenn der Streifen rot-orange leuchtet und nur maximal 5 Bilder werden gespeichert und man weiß, wenn man gefilmt wird. Wieder an der LED-Streifen und die Bilder werden nach dem Reboot gelöscht, weil es im Tempo-Ordner gespeichert wird. Wir haben als Daten und Technologien als Hauptbasis den Raspberry Pi 4 benutzt. Wir empfehlen 2 GB. Wir haben als Hauptprogrammiersprache nur Python benutzt und viele Unterdateien. Die RGB-Streifen sind von NeoPixel, davon haben wir 2 Stück, also insgesamt 16 LEDs. Die originale Raspberry Pi Kamera V2.1 und ein Ultraschallsensor der HC-SR04. Ja, kommen wir zur Live-Demo. Ich würde es einfach kurz runtergehen und zeigen, wenn man vorbeiläuft. Ist eigentlich ganz einfach, 1,5 Meter, wenn es vorne dran ist, man vorne dran läuft, erkennt man es, man sieht es jetzt, es blinkt hin und her. Und sobald das passiert, werden Bilder aufgenommen. Wir wollten es ursprünglich auch mit einem kurzen Video probieren. Jedoch hatten wir da Probleme mit dem Speichern und es hat nicht funktioniert. Deswegen sind wir bei den Fotos geblieben, die in dem Ordner gespeichert werden. Kannst du mal Bilder zeigen? Und wir haben jetzt auch im Hintergrund haben wir einen lokalen Server erstellt, wo man die Bilder dann übers Internet drauf zugreifen kann. Und ja. Nee, Website, ja. Ist okay. Website. Hat man. Ist okay. Genau, da sieht man die Bilder, die sind. Und da sieht man jetzt, dadurch hat man erkannt,
Die Bilder, wenn man vorbeigelaufen ist, hat man ja gesehen, wenn es gewechselt hat, wurden 5 Bilder gemacht, beziehungsweise 6. Und sobald 6 Bilder gemacht wurden, wird immer das älteste gelöscht, was im Code geschrieben wurde, damit halt nicht irgendwann 1000 Bilder drauf sind und die Raspberry Pi Kamera, beziehungsweise der USB-Stick voll ist, was dann auch nicht mehr gut ist, wegen dem, weil es sonst immer langsamer wird. Und ja. Genau. Was wieder? Hier sind noch 2 GIFs von der Raspberry Pi. Hier ist, wenn es nicht gefilmt wird, und hier ist, wenn es doch gefilmt wird. Die Ausblicke und offene Punkte sind, dass wir eine Notifikation per E-Mail versenden. Ein besseres GUI, besonders für das jetzt mit den Bildern, die wir gesehen haben, dass man eine direkte Vorschau hat. Und Multithreading, damit das alles flüssiger läuft. Mit der E-Mail hatten wir nämlich das Problem, dass bei verschiedenen Internetanbietern, also E-Mail-Anbietern, das SMTP nicht funktioniert hat und wir deswegen keine E-Mails versenden konnten per Code. Da würden wir dann noch dran arbeiten und ursprünglich war auch gedacht, diese Bilder per E-Mail zu versenden, jedoch bei einer öffentlichen E-Mail-Adresse ist es dann wieder das Problem im Datenschutz, deswegen haben wir uns entschieden, nur eine Notifikation zu machen. Genau. Das war's und vielen Dank an unsere Mentoren Paolo und Annie und alle anderen, die uns dabei geholfen haben. Bei GitHub könnt ihr uns bei jugendtech.ccc.tv finden. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke euch. Darf ich euch auch noch mal was fragen? Einmal Thema Datenschutz. Also, ich habe richtig verstanden, dass ihr eigentlich gar nicht wollt, dass die Daten weitergegeben werden können an Dritte. Genau, deswegen haben wir auch gesagt, dass die E-Mail keine nur eine Notifikation kommen wird, dass man nachschauen kann. Und die Bilder befinden sich in einem temporären Ordner, was nach jedem Neustart des Raspberry Pis gelöscht wird, dass halt nichts übrig bleibt der Bilder. Okay, und jetzt im Falle von Einbruch, sagen wir mal, und der Polizei, also wäre das jemand, wo man dann die Bilder doch weitergeben könnte? Also gibt es Ausnahmen? Ja, solange man nicht weiß, dass wenn man den Raspberry Pi neu startet, die Bilder weg sind. Aber okay. solange er läuft, kann man die Bilder weitergeben, ja. Alles klar. Und was wir im Nachhinein auch gemerkt haben, ist, das kann man auch gut als Kamera benutzen, als Fotokamera. Weil man keinen Trigger braucht, weil man einfach vorne dran gehen kann und die Bilder machen kann. Natürlich ist die Qualität jetzt nicht so gut, aber es ist einfach auch eine gute Kamera. Cool, perfekt, 2 in 1. Danke euch.